Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Seid ihr bereit, der Wahrheit entgegenzutreten? Nein, ich auch nicht. Egal, los geht's. Yay! Oh, das wird schön krass werden, meine Freunde. In einem Video auf YouTube wollten die auch irgendwie erklären, wie man auf eine der Lösungen da kommt. Und die haben auch gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Ich habe dich vermisst. Ja, hi. Tut mir leid. Bin ein bisschen später da, Schatz. Adam und Eva. Was? Öko. Welt. Ökonomische Welt. Astronom. Was? Welt. Welt. Und mit einem gelben Scheiß in der Mitte? Okay. Pfeiltasten. Das bewegt das und das. Da. So. Das bewegt das und das. Da. So, das bewegt das und das. Und das bewegt das und das. Wenn das richtig ist, ich glaube aber, dass... Moment. Dass das so sein soll, dass das Ding dann auch richtig rum ist. Nein, so nicht, sondern so und dann... Irgendwie, das sollen irgendwie zwei Ringe wieder ineinander sein, okay. Okay, dann muss ich das erstmal richtig ausrichten. Ups. Dann das richtig ausrichten. Da wenigstens. Moment, ich glaube, ich hab's. Wow. So. Oh. Stimmt. Moment. Verdammt. So, jetzt ist auf jeden Fall das oder auch nicht. Nein, ich packe das noch. In der Folge hoffentlich auch, aber naja. So, dann muss noch das richtig, aber das bewegen wir damit. Also würde ich sagen, machen wir das hier. So, dann das hier so. Nee, es geht ja gar nicht. Doch, ich hab's eigentlich, aber... Auch nicht ganz. Aber ich hab's noch fast. Okay, dann muss ich das so bewegen, dass es damit übereinstimmt. Okay, okay. So. Oh, schöne neue Welt. Welch unsterblich Hand oder Auge konnte deine fruchtbare Symmetrie formen. Laden. Ein schönes Gedicht von mir, muss ich schon sagen. Logikzentren aktiv. Ich verstehe, was ich muss. Warum ich hier... Ich muss... Langzeitgedächtniszentren aktiv. Nein. Holt es raus. Holt es raus. Tötet mich.
Nachladen. Yo. Okay, das ist wieder scheiße. Ein Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Da habe ich mich nicht gespoilert. Was Goldenes? Ein Apfel? Der Mensch? Ohne Menschen oder Maschine? Wow, ich wollte eigentlich... Ein Baum? Der Baum? Kann das sein? Der heilige Baum? Nee, das ist ja alles von Menschen hergestellt. Eiffelturm. Die sollen aber nur irre führen. Diese Gebäude. Logik, Gedächtnis, Gehirn. Ich mach mal alles, wo Menschen drin sind. Ist aber überall Menschen drin. Dann sind da keine Menschen drin. Da auch nicht. Warte, oh, Leute. Okay, es sind zu viele Bilder, wo Menschen drin sind. Also muss es irgendwas anderes sein. Ich sag mal ein Baum. Oder Pflanzen. Es sind aber auch überall irgendwelche Büsche. Irgendein Baum ist da immer, außer da halt. Aber das ist sowieso scheiße. Das was Goldenes? Albert Einstein? Nein, keine Ahnung, wer es ist. Ich glaube, ach, keine Ahnung. Oh Mann! Ich will einen Hinweis jetzt. Gib mir einen Hinweis, Sean. Sean! Sonst gebe ich mir selber ein. Komm hier. Das erste, das dritte, das fünfte, das siebte und das neunte. Biatch, nein. Erste, dritte, fünfte, siebte, achte. Ja. Gibt sie keine Hinweise? Bitte? Jetzt, langsam? Zweite, vierte, sechste, achte, zehnte. Oh. Uff, ich weiß schon, dass danach so ein Telefonatgespräch kommt und wie man das löst. Da gibt es so zwei Sachen, aber wie man das löst, ist mir natürlich ein Rätsel. Oh Mann, komm, ich will das jetzt nicht. Ach, Mann. Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Das wir mit unserem Kopf herstellen. Ein Haus, Architektur. Nachgedacht, irgendwie. Ingenieurscheiß. Also, man darf ja nur nicht die Hände benutzen, aber Hände sind ja nicht irgendwie Menschen. Also, Menschen könnte es schon hergestellt haben, aber nicht mit Händen. Das sind ja auch alles Gebäude, die man mit Händen eigentlich herstellt. Hinweis! Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Eine Idee? Geiler Hinweis, mein Freund. Ja, ich... Was kann überhaupt der Himmel? Der Himmel, Sonne, Erde, Himmel. Erde, Erde, Himmel, Erde, Himmel, Erde, Himmel, Erde. Oh Mann! Menschen. Okay, das ist pervers. Menschen können ohne Hände hergestellt werden, ja? Eigentlich... Nee, ich habe ja schon auf Menschen geguckt. Wasser... Albert Einstein. Bäume. Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Eine Idee. Baum. 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 Den Baum meine ich nicht. Baum. Baum. Freund. Baum. Dings pflanzen irgendwie. Falsch. Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Leute. Ja, nein, ich habe keine Idee. Wir sehen uns gleich wieder. Ich guck nach. Tut mir leid. Ciao. Okay, Bild 3, 4. 6, 8 und 10. Keine Laden. Ahnung. Irgendwelche Bäume oder wahrscheinlich auch keine Ahnung.
Es geht um Genetik. Sie wurden in ihre Positionen hineingeboren. Wir helfen ihnen nur, es zu akzeptieren. Hä, das geht irgendwie weg. Solution. Wir ändern uns. Der Kursens verändert sich. Skin. Solution. Solution. Ne, was? Irgendwas. Pollution ist Solution. Alter. Ja, oh, Assassins. Gerade gefunden. Ja. Genau, das war diese dumme Lösung, die keiner rausbekommen hat. 45 ist 5. Dann ist 4. 24. Okay, das bisher. Läuft's. Es gibt kein Doch. 343 ist 8. Dann würde ich mal sagen, das hier ist 343. Dann ist 0 nämlich die 3. Wenn man sie finden würde. Zack. 45 ist 8. Dann ist die 4 die gute andere 8. Okay. Und 13 ist 7, also ist 8, 21. Nee, okay, das war doch noch nicht so schwer. Also das war falsch. Dann, ja. Dann ist 45 was anderes. Schauen diese 300, wenn es 8 ist. Und es ist 0, die 2. Wenn das auch falsch ist, habe ich verkackt. Ah, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Tschüss. So, Leute, so ist es richtig. 21 hatte ich richtig. Hey, yo. Fragt mich nicht, wie man darauf kommt. Der wusste ja selber nicht, wie man darauf kommt. Also, ich meine, natürlich, ach. Also, er wollte es erklären. Und dann hat er sich selber auch gefragt, wie soll man darauf kommen. Aber ich glaube, er hat es doch irgendwie gecheckt mit irgendwas. Ach, keine Ahnung. Egal, weiter geht's. Zugriff gewählt. Laden. Yeah. Obstacle Industries. Abnorme Gehirntätigkeit bei Kindern im Alter von 3 bis 18 Monaten, Jahren. Nee, von 3 bis 100 bis 18 Jahren und bei Erwachsenen zwischen 19 und 30 entdeckt. Zusammenfassung. Einige neuere Studien von internen Marketing-Teams haben entdeckt, dass Entertainment-Verkaufszahlen abnehmen und Proteste zunehmen. Die Wirtschaft ist in Aufruhr. Alle Marktanalysen zeigen, dass sich das System stabilisieren sollte. Doch stattdessen haben wir es mit dem Gegenteil zu tun. 1. Als Reaktion darauf will unser Team den Grund für die nachlassende Wirkung von Abstergos Kontrollmechanismus herausfinden. Frühere Studien über die bilaterale Hirnstimulisation bei Filmen, Fernsehen und Videospielen haben die charakteristischen ARAS-Muster gezeigt. Das war ja auch dieses eine, das der auf seinem Fernsehmenü da gesehen hat, die von Abstergos-Signalmustern erzeugt werden. Unsere Studie wurde an einer Testgruppe durchgeführt. 30 Subjekte im Alter von plus minus 10 bis plus minus 30. Die ferngesehen hat, während FMRT-Scans im Ruhestand durchgeführt wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien zeigten 80% der Subjekte erhöhte kortikale Hirnaktivität. Detaillierte Scans mit einem Prototypen unseres DMRT-Geräts wiesen auf ein gesteigertes neuronales Wachstum hin, plus minus 30% über dem der älteren Gruppen. Eine derartige Steigerung passt nicht in das darwinistische Modell. Zusätzliche Studien sind erforderlich, um das endgültige Ziel dieser abnormalen Evolution festzustellen. Erster Abtego-Marketing-Quartalsbericht. 17.04.2012. Oder irgendwas 12. Okay, wir haben keine Zeit. Machen in der nächsten Folge weiter. Ich habe ja gesagt, es reicht nicht. Eine Folge reicht auf keinen Fall. Also bis zum nächsten Mal. Bam.